Eine Insel mit zwei Bergen und dem tiefen blauen Meer. La 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 la. Herzlich willkommen zurück zu Stranded Deep, wollte ich gerade sagen. Sieht ein bisschen so aus, ne? Zu Subnautica. Und man mag es gar nicht glauben, in der letzten Folge haben wir tatsächlich eine Insel gefunden. Eine Insel. Da ist eine Insel. Wo denn? Wo? Diese Geräusche. Und haben gegen Kreaturen gekämpft. Spinnenartige Kreaturen, die ich überhaupt nicht mag. Ich hasse Spinnen. Und ja, ich würde sagen, wir rudern ein wenig zurück, würde ich jetzt mal behaupten. Weil ich glaube, sonst gibt es ja auch nichts Interessantes jetzt zu entdecken. Ich glaube, die zwei Observatorien. Und oh, sieht das schön aus. Oh, das ist ja toll. Würde ich sagen, rudern wir zurück. Und wir müssen noch ein bisschen... ein wenig ein paar Sachen scannen, weil wir brauchen, glaube ich, noch ein Tool, um Sachen abzubauen. Da würde ich mal gucken in unserer Base oder beziehungsweise in unserer Umgebung von unserer Base. Guck mal, es wird gerade Tag, das ist doch schön. Dass wir dort vielleicht, uns nochmal umschauen. Ah, wie schön. Schau mal, wie geil das aussieht. Ah, ist ja ein Traum. Das Meeresrauschen. Und wir springen rein. Juhu! Und los geht's! Immer tiefer und tiefer. Weil wir müssen ja auch noch ein bisschen Lithium finden. Ich habe die große Hoffnung, dass wir irgendwann mal... Lithium so zum Abbauen finden. Wir haben ja nur die großen Lithium-Vorkommen gefunden. Vielleicht gibt es hier... Was ist das denn hier? Diamant. Das ist Salz. Ja, da ist wieder das Lithium. Aber da brauchen wir ein spezielles Werkzeug. Ich weiß nicht, ob hier noch Lithium-Vorkommen sind, die wir so einsammeln können. Was ist das denn hier? Metallschrott. Komm, nehmen wir mal mit. Was wir haben, haben wir. Eine Kiste. Was drin? Oh, warte mal. Erstmal scannen. Fragment zur mobilen Fahrzeugstation. Nice. So. Ah, Titan. Toll. Wir sind fast da, ne? So weit weg war das jetzt gar nicht, aber naja, gut. So. Glubschi! Glubschi! Hopp. Hier waren noch Kisten. Weiß gar nicht, ob wir hier alles gescannt hatten beim letzten Mal. Seegleiterfracken. Doch, das hatten wir, glaube ich, schon. Genau. Ein Stuhl, eine Kiste. Ich weiß nicht, ob wir hier alles haben. Weil in den Kisten ist ja zwischendurch doch nochmal irgendwas, ne? Gravitationsfragment, haben wir das schon? Haben wir schon. Aber lieber zweimal gucken als einmal zu wenig. Oha. Besser ist das. So, das ist unsere Base. Ich würde einmal schauen. Huch. Okay. Wir plöppen zwischen die Sachen auf. Wieso ist die Hülle wieder ganz? Okay, ich frage nicht nach. Gestein? Voll. Gestein? Voll. Toll. Ich glaube, wir machen noch einen Spind mit Gestein, wa? Organisch? Okay, organisch. Ihr Essen? Ja. Nein. Technik
wichtig. Machen wir hier mal Essen rein. Essen, Essen. Oh nein, jetzt habe ich den so gegessen, den Fisch. Ich bin so doof. Kann ich mal trinken? Okay. Gestein. Hier haben wir nochmal einen Spind mit Gestein. Ach, guck mal, da hat der Flex sich schon mitgedacht. Okay, nice. Metallschrott machen wir gleich ein bisschen Kupfer raus. Die violette Tafel mache ich mal aber wichtig rein. Genau wie die... Die Fackeln hier, die brauchen wir auch gerade nicht. Das ist gerade, glaube ich, unnütz. Die Batterie packe ich mal mit da rein. Metallschrott verarbeiten wir mal eben. So. Okay, Ausrüstung. Was können wir denn alles bauen? Haben wir da irgendwie hier Werkzeuge? Reparaturwerkzeug. Das brauchen wir, glaube ich, nicht zum Abbauen, ne? Pfadfinder. Ich glaube, wir müssen noch... Funktioniert in allen Umgebungen, aber es ist ja nur ein Reparaturwerkzeug. Das ist ja kein Werkzeug zum Abbauen. Wir brauchen irgendein Werkzeug zum Abbauen. Das müssen wir, glaube ich, erstmal die Blaupause finden. Pass auf, dann packe ich nochmal hier die Sachen rein. Und den hier auch nochmal. Zack, so. Und wir können was trinken, ne? Ich muss nochmal gucken, dass ich nochmal hier diese Glubschi und Tralala... Dass ich mir die nochmal eben schnell einfange für Trinken machen. War das der mit Trinken oder war es der andere? Komm mal her. Kann ich ihn auch... Ha, komm her. Zack. Bumerang. Wo war denn der andere? Da war doch noch so einer. Ich weiß gar nicht mehr, wie der aussah. Okay, ich gucke mal. Aber wir können wieder Medipack da oben rausholen, fällt mir gerade ein. Aber da wird ja mal eins hergestellt. Müsste hier jetzt fertig sein. Jawohl, danke. Nein, ich kann trinken nicht herstellen, nur essen. Verdammt, Mist. Was bringt der denn an Nahrung? 21 Nahrung. Okay. Was ist das denn hier? Ach, gepökelt. Können wir jetzt auch herstellen. Das ist ja nice. Gut. Was haben wir gesagt? 21 bringt der, ne? Und dreimal Wasser. 32. Okay, der bringt mehr. Okay. Die hauen mir direkt in den Wald, alle Mann. So. Verlassen wir mal eben die Kapsel. Da schwimmt er, der Fisch, zum Trinken. Ja, da müssen wir die Umgebung noch mal ein bisschen scannen. Ich glaube, das hatte ich auch in den Kommentaren noch gelesen, dass in der Umgebung noch irgendwas sein soll, was wir benötigen. Weil wir brauchen irgendwas, um Sachen abzubauen. Warte mal, wo war denn unser Schiff? Da. Das heißt, ich halte mich mal so in die Richtung hier. Vielleicht finden wir nochmal so eine Absturzstelle. Huch, wie das alles nachlädt. Da ist zum Beispiel was. Da können wir nochmal gucken gehen. Vielleicht haben wir hier noch nicht alles gescannt. Und gefunden. Ah! Seemottenfragment, guck mal an. Haben wir schon. Bioreaktorfragment, was? Nice. Scanner Raumfragment. Haben wir schon. Metallschrottstrahlung? Was für eine Strahlung? Hä? Wieso Strahlung? Ich hab doch einen Strahlenanzug. Oder nicht? Aua, Alter! Alter! Hat der mich jetzt angegriffen? Drecksack! Wieso krieg ich denn jetzt Strahlung? Da ist was drin. Warte mal. Laserschneiderfragment. Ich kann den nicht scannen. Warum nicht?
Ich kann den Laserstrahlerfragment nicht scannen. Warum? Das ist aber gemein. Wieso kann ich den nicht scannen? Wieso geht das nicht? Muss ich doch scannen können, oder nicht? Ich kann ihn nicht scannen. Ach so, ich habe auch das falsche Tool in Hand. Ich bin so doof. So, jetzt aber. Komm schon! Dann lohnt sich ja jetzt definitiv mal ein Medipack zu nehmen, wa? So. Ich bin so doof, ich habe die ganze Zeit die Taschenlampe in der Hand gehabt. Und ich denke so, wieso geht das nicht? Ich sollte mal aufpassen, was da steht. So, jetzt haben wir hier so ein Laserdingen. Was können wir denn damit machen? Lass mal schauen. Ah, da brauchen wir 3 Stück von. Den brauchen wir bestimmt zum Abbauen. Würde ich für wetten. Diese Fragmente brauchen wir also. Jetzt natürlich die Frage. Gibt es davon noch mehr hier oder nicht? Wird vielleicht nochmal so in der Umgebung gucken. Vielleicht ist ja hier irgendwo noch eine andere Abschutzstelle. Oder beziehungsweise nicht Abschutzstelle, sondern andere Fragmente. Hier sind Metallteile, hier ist wieder Strahlung, okay. So. 20 Energie haben wir im Gleiter noch. Mal gucken, dass wir den gleich vielleicht mal aufladen. Ich hoffe, das funktioniert mit der Batterie. Aber eine Batterie mit natürlich nicht, ne? Okay, ich gehe mal eben eine Batterie holen. Bevor wir jetzt hier noch weiter lang düsen. So. Whee. Durchs Gestrüpp. Ach ja. Uns rennt ja nichts davon. Wir haben ja Zeit. Solange wir ums Überleben kämpfen. So, wo war das jetzt bei wichtig, ne? Technik, ne? Nee. Ich hätte das bei Technik reinknallen sollen. Macht ja mehr Sinn, ne? So, Batterie, genau. Wie lade ich das jetzt hier nach? Mit der Taschenlampe ging das auch irgendwie, ne? Oder muss es erst leer werden? Okay, müssen wir gucken. Wenn es leer wird, müssen wir schauen. Ich düse nochmal los. Aber komisch, dass es auf einmal das Rumpf wieder repariert ist, der Basis. Ah, was haben wir hier? Mobile Fahrzeugstation, haben wir das schon? Oha. Was? Wir können jetzt eine mobile Fahrzeugstation bauen. Das ist ja cool. Braucht gar nicht so viel. Titanbahn, Schmierstoff und Energiezellen. Das haben wir alles. Krass. Aber ich brauche immer noch... Ich brauche tatsächlich immer noch einen... den Blueprint für die anderen... Oh, warte mal, hier. Für diesen Schneider. Vielleicht brauchen wir den. Diesen Laserschneider und so. Labortisch. Alles scannen. Was wir gebrauchen können, können wir gebrauchen. Immer mit. Ganz einfach. Ist so. New blueprint acquired.
Hier ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Den haben wir, glaube ich, schon, oder? Ja, haben wir schon. Ja. Hat sich trotzdem gelohnt, weil wir noch was gefunden haben. Okay. Schauen wir mal, vielleicht finden wir noch was anderes. In der Umgebung. In der näheren Umgebung. Was ist das denn da? Ja, ja. Was ist das hier? Eine Kiste mit... Oh, warte mal. Fahrzeugstation haben wir doch schon. Oha. So, hinein. Irgendwo noch Fragmentteile. Da sieht was aus. Weiß nicht, ob wir hier schon... Oh, Energiequelle wechseln. Batterie. Nachladen. So funktioniert das also. Ich glaube, hier waren wir schon. Ja. Ich glaube, hier waren wir schon gewesen. In einer Folge waren wir hier, glaube ich, schon gewesen. Meine ja. Da ist ja wieder der kleine Dicke da oben. Ganz viele davon sogar. Alter, diese Geräusche. Tja, schauen wir mal, was wir sonst noch in der Umgebung finden, weil ich hätte gerne diesen Laserschneider. Ich weiß nicht, ob sie euch jetzt eine mobile Fahrzeugstation lohnt. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Unter dem Meer, lalala. Und wir könnten demnächst mal was trinken wieder, ne? 30 Seconds. Jo. Bin schon am Weg. So, gucken wir doch mal. Okay. Erkundung. Ich glaube, Erkundung ist ein großer Freund bei Survival Games. Es gehört, glaube ich, dazu. Oder gehört ja nun mal dazu. Seegleiterfragment haben wir schon. Hier sind noch Kisten, oder? Hier liegen auf jeden Fall auch Teile. Können wir scannen? Scan-Raumfragment. Haben wir schon. Au. Oh, was sehen meine Augen? Laserschneider-Fragment. Einen brauchen wir noch. Ein Laserschneid-Fragment. Aber wo kriegen wir das jetzt her? Oha. Komm, bitte, lass hier ein... Oh. Hier oben am Weg. Gehen wir da unten gleich nochmal gucken. Na.
So. Und hinein! Wow, 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 wow. Aber ich glaube, hier war nichts drin, ne? Nee. Leider nein. Sollten die auf jeden Fall die Augen offen halten. Was haben wir hier? Seemottenfragment haben wir, glaube ich, schon. Jo. Mann, wir brauchen noch einen von diesen Laser-Dingsbums. Seemottenfragment haben wir schon. Gibt Titan, ganz toll. Wir können den Ozean damit aufräumen, aber wir brauchen tatsächlich noch diesen Laserschneider. Das Fragment davon. Hier oben vielleicht? Ja! Oh, wie geil! Juhu! Nice! Laserschneider! Ja, würde ich sagen, lass mal gucken. Moin, mein Dicker! Na, wie sieht aus? Alles gut? Kann ich auf dir reiten? Na? Ganz schön wuschelig hier oben bei dir. So, ich tauch mal auf. Ah. Ah, sehr schön. So, dann lass mal schauen. Schneidwerkzeug geeignet, um normale Titantüren aufzuschweißen. Aber können wir damit auch Sachen abbauen? Zweimal Diamant brauchen wir dafür. Oh Gott. Wir haben nur einmal bisher Diamant gefunden. Oha. Und wir müssen was trinken, sehe ich gerade. Ich düse mal. Oh. Hallo, mein Freund. Komm her. So, jetzt kannst du ja was trinken. Ich bin mir nicht sicher, ob wir damit auch Sachen abbauen können. Das müssen wir ausprobieren. Sollten unbedingt was trinken jetzt erstmal. Das ist erstmal das Wichtigste von Wichtigen. So. Dazu brauchen wir diesen Fisch schon gerade, ne? Da ist er, da schwimmt er. Da. Komm her, du Sau. Komm her. Ich hab Durst. Ida, Frau Wurst. Wo bist du? Wo ist er hin? Der hat sie versteckt. Wo ist der hin? Da, ich sehe den. Komm her, du Sau. Wo ist der hin? Der ist einfach despawned. Da ist er. Zack. Der Blasenfisch, glaube ich, war das, ne? Der gibt, glaube ich, für den Anfang erstmal viel Wasser. Da ist noch einer, den nehmen wir auch noch mit. Zack, so. Und dann würde ich sagen, reicht erstmal, oder? Komm, den noch. So. Welcome aboard, Captain. Welcome on board, Captain. Aber natürlich. Was ist denn eigentlich die andere Wasserflasche da? Also desinfiziertes Wasser. Okay, alles klar. Ich mache erstmal zu trinken. Dann hauen wir uns das gleich erstmal in den Balk. Trinken wird ja nicht schlecht. Hallo? Trinken? So. Gut, was haben wir hier noch Persönliches? Achso, das Werkzeug, ne? Genau. Dann haben wir hier noch die Fahrzeugstation. Ganz toll. Okay, alles klar. Ja, ich trinke mal eben was. Einmal. Oha, okay. Nein. So, rüber. Gestein. Haben wir noch Platz irgendwie so ein bisschen? Wir haben wieder so viel Titan gefunden. Okay, hier ist voll.
Batterie packe ich mal bei Technik rein. Und Konstruktionswerkzeug brauchen wir auch gerade nicht, ne? Nimmt auch ein bisschen Platz weg. Ja, pass auf. Ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir mal, dass wir mal gucken, ob wir... Was für neue Blueprints wir jetzt haben, ne? Ist ja der Wahnsinn. Das Schneidewerkzeug bauen. Hier den Laserschneider. Da müssen wir aber erstmal nochmal Diamanten sammeln. Das war auf der in die andere Richtung da hinten, irgendwo, wo wir hingerudert sind. Und ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge Subnautica und dann schaltet ihr wieder ein, wenn es wieder heißt: Tiefe Abenteuer unter dem Meer. Danke fürs Einschalten und bis demnächst. Tschüss.